Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Alf Kenobi. Heute spielen wir im Atlantik die Yamato. Joy Tatakai Ich rufe nur Yamato. Agent. Guter Kampf für die Yamato. So, wir machen eine kurze Lageorientierung. Wir schauen auf die Minimap. Wo ist der Feind? Wir spielen 7 gegen 7. Das bedeutet, der Feind hat eine Yamato und wir haben eine Yamato. Kurzer Blick nach links. Ah, wir sind aufgedeckt. Ein feindlicher Zerstörer wird uns entdeckt haben. Wir schauen wieder nach links. Vermutlich bei Bravo. Wir schauen nach rechts. Nach links in die Mitte. Wir drehen nachher rechts ab. Wir wollen jetzt nicht zu weit vorfahren. Am Anfang müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Oh, wir werden schon beschossen. Hier nochmal die Karte. Atago. Kagero hat der Feind. Atago und so weiter. Also, da müssen wir aufpassen. Vor uns ist nichts zu sehen. Hinter uns ist nichts zu sehen. Bravo, auch alles ruhig. Katapultjäger in Wir der schicken einen Luft. Flieger hoch. Versuchen weiter aufzuklären. Ah, wir sind schon wieder entdeckt. Das heißt, bei Bravo hinter die Inseln wird vermutlich jemand sein. Dort könnte sich der feindliche Zerstörer verstecken. So, wir sehen eine Atago. Wir drehen die Geschütztürme und feuern die erste Salve ab. Kurzer Blick wieder zur Seite, kurzer Blick nach hinten. Jawohl, Zitadelle! Bestätigter Einschlag. 29.000 Damage, ein guter Anfang, sehr, sehr gut. Ah, wir sehen hinten zwei Schlachtschiffe, die fahren längsseits zu uns. Wir fahren leicht angewinkelt, aber trotzdem alle Geschütze zum Feind. Oberstes Prinzip, alle Rohre zum Feind. Das ist ein taktisches Prinzip, das sollte man immer anwenden. Im Seekrieg wird das auch genannt Crossing the T-Manöver. Jawohl, Zitadelle und weg war sie. Ein guter Anfang, jawohl, das war wirklich gut. 34.000. Feind hat ein Schiff verloren. Ja, wir fahren weiterhin schräg von Bravo nach Charlie. Sehen hinter uns eine Iowa. Charlie ist eine. Oh, da ist sie, die Kagero, da ist sie. Ja, müssen wir mal schauen. Er ist hinter der Insel. Kein Zerstörer von uns in Sicht. Eine Iowa hinter uns. Schwierig, schwierig. Kagero ist immer noch offen. Wir haben sie markiert und hoffen, dass ein Kreuzer oder Zerstörer die Kagero rausnimmt. Kagero nebelt sich ein. Wir fahren weiter Richtung Charlie. Weiterhin im Crossing the T-Manöver. Das heißt, oben wir sind das stärkste Schiff. Wir zeigen alle Waffen zum Feind. Fahren also jetzt momentan Breitseile. Wenn es gefährlich wird, dann anwinkeln. Beziehungsweise dann machen wir spitzes Ziel. Wir machen kleines Ziel. Dann schießen wir nur noch mit den vorderen Geschütztürmen. Gut, vor uns immer noch alles ruhig. Auf der Minimap auch nichts zu erkennen. Die Iowa ist außerhalb der Feuerrange. Ah, schlecht für uns, wir haben ein Schlachtschiff verloren. Es steht 1 zu 1. Wir liegen leicht hinten. Die Iowa kommt. Zwanzig Kilometer Entfernung. Wir drehen zur Iowa ein, fahren jetzt dreht Richtung Charlie. Vor uns ist ja immer noch die Kagero. Müssen also aufpassen, wir können also nicht mehr Breitseite fahren. Kagero hat eine Reichweite von über 10 Kilometer. Iowa steht spitz zu uns. Wir zielen kurz vor dem Bug und hoffen, dass die Granaten im Oberdeck einschlagen. Nächste Schlachtschiff gesehen, die Bismarck. Was machen unsere Granaten? Ja,
Kleiner Kratzer, nur eine Granate im Ziel. Jetzt wäre ein besserer Zeitpunkt gewesen. Iowa dreht nach links ab. Das heißt, sie zeigt jetzt uns Breitseite. Geschütze sind bereit, jawohl. Und wir schießen wieder. Ja, die Yamato hat eine kurze Nachladezeit. Sehr, sehr gut. Knapp über 20 Sekunden. Weit unter 30. Und das hilft uns natürlich. Naja, Yamato hat einen Treffer bekommen. Knappe 12.000. Yamato. Iowa schießt zurück. Wir drehen wieder leicht ab, fahren einen leichten Zickzackkurs. Das heißt, einmal ein bisschen nach links, nach vorne und einmal in V-Form wieder zurück nach hinten, so dass wir zum Feind angewinkelt stehen. Ah, das nächste Schlachtschiff. Kreuzer war das. Der Kreuzer Atago zieht ab. Die Tirpitz zieht ab. Wir schießen ihr nochmal eine Breitseite hinterher. Komplette Salve unterwegs. Und jawohl, im Ziel auch wieder gute 12.000. Ah, da ist die feindliche Yamato. Oh, Torpedos hinter uns. Das heißt, der Zerstörer sitzt bei Bravo und torpt uns in den Rücken. Aber wir kommen vorbei. Das sieht gut aus, wir kommen vorbei. Jawohl. Schießen weiter auf die Iowa. Iowa kriegt eine volle Breitseite. Jawohl, Zitadelle. So macht das Spaß. 84.000. Sehr gut, sehr gut. Es läuft für uns. Weiter so. So macht das Spaß. Wir schauen uns wieder um. In circa eine Minute wird die Kagero wieder torben. Was macht die Iowa da? Was macht die da? Sie wird doch sich nicht festfahren. Sie wird beachen. Sie fährt langsam. Wir schießen. Reloadzeit 21 Sekunden. Und jawohl, Treffer. Aber nicht voll erwischt. Hat sie Glück gehabt. Hat sie Glück gehabt. Stehendes Ziel ist natürlich viel leichter zu treffen wie ein fahrendes. Oh, da ist die Kagero. Kagero markiert. Kagero nebelt. Und Granaten draußen. Jawohl. Wir müssen sofort schießen. Die Kagero wird uns gefährlich. Sie kommt immer näher. Oh, wir haben ein Schiff versenkt. Na, das war doch gut. Die Kagero ist draußen. Das haben wir gut gemacht. Also wir haben sie nicht mehr gesehen, haben aber sofort geschossen. Ein, zwei Granaten haben anscheinend genügt. Kagero ist weg. Ja, sehr gut läuft das. Wir sind bei knapp 93.000. Na, jetzt haben wir uns da hinten ein bisschen auf die rechte Flanke hinaus bewegt, aber mussten wir ja, weil die Kagero war ja hinter uns. Hätte gern noch die Iowa versenkt. Mal schauen, ob wir sie von hier noch abfangen können. Wir greifen weiter an. Vor uns steht also noch die Iowa und die feindliche Yamato. Und die war proppenvoll. Ja, wir sind auch voll mit 97.200. Man könnte hier noch den Sims als Inspiranten mit dazu nehmen. Dann hätte die Yamato über 100.000. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe den Takeo Takagi als Kapitän und zusätzlich mit dem Cunningham und dem Ziliax. Cunningham macht Präzision und Ziliax macht mehr AP-Schaden. Das heißt, unsere Granaten treffen noch härter. Wir schießen noch mehr Zitadellen. Gut, jetzt kommt der Feind wieder. Na, wo ist er denn? Ah, da hinten ist die Yamato. Ist die voll. Yamato ist voll, versteckt sich hinter dem Berg. Wir greifen weiter an, wir fahren nach vorne. Da ist sie. Jawohl, sie fährt langsam, zeigt uns schöne Breitseite. Dankeschön, Yamato. Wir schicken dir ein Geschenk. Und was machen unsere Granaten? Na, Yamato steht jetzt auch noch. Ja, Yamato, das gibt natürlich eine Zitadelle. Da bist du selber schuld. Stehendes Ziel, Breitseite, das sollten wir nicht machen. Ja, jetzt müssten wir uns überlegen, bringen wir die hinteren Geschütze noch ins Spiel. Wir schießen mit dem vorderen. Yamato fällt leicht rückwärts. Wir bringen den hinteren auch noch ins Spiel und wollen Damage machen. Wir müssen die Yamato so schnell wie möglich runterschießen. Weil sie ist einfach das gefährlichste Schiff. Und neben ihr stehen nochmal zwei Schlachtschiffe. Also wir haben jetzt hier mit drei Schlachtschiffen zu tun.
werden nur unterstützt hier von einem Schlachtschiff neben uns. Der schießt komischerweise nicht, der schaut nur zu. Ja, das ist immer schade, wenn Zuschauer mit dabei sind. Man muss hier schießen und zwar ganz, ganz schnell. Alleine gegen drei ist schwierig. Ein bisschen Unterstützung wäre hier hilfreich. Naja gut, die Yamato von der Stadt hat quer. Fahrt rückwärts, kriegt noch eine Zitadelle. 143.000. 5 Zitadellen. Die zwei Schlachter vorne kommen jetzt spitz auf uns zu. Yamato steht immer noch quer. Kriegt hier nochmal eine. Wir drehen jetzt auch spitz ein, weil jetzt wird es gefährlich. Drei Schlachtschiffe vor uns. Distanz wird es immer kürzer. 14 bis 15 Kilometer. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt würden wir Unterstützung brauchen. Wo sind unsere Leute? Lassen uns wieder alleine angreifen. So wie es aussieht, müssen wir wieder alles selber machen. Gut, die feindliche Yamato steht immer noch quer. Wir stehen spitz. Was machen unsere Granaten? Jawohl, 154.000 Damage. Oh, da kommt ein viertes Schiff. Na, jetzt wird es schwierig. Gut, hinterer Geschützturm auf die Iowa. Also, wir müssen jetzt auch mit dem hinteren schießen. Bleiben aber spitz zum Feind. Leicht angewinkelt. Und schießen mit dem vorderen Geschützen, mit den vorderen zwei Türmen, auf die Yamato. Tirpitz kommt. Gefährlich, Tirpitz, weil sie hat Torpedos. 7 Kilometer. Wir fahren auf die Tirpitz zu. Das heißt, wenn sie jetzt torpen würde, würden wir in ihre Torps reinfahren. Weil wir uns ja auf sie zubewegen. Das heißt, wir müssen abdrehen. Bleibt nichts anderes übrig. Schießen auf die Tirpitz. Müssen versuchen, die Tirpitz wegzubekommen. Weil sonst droht uns ein Torpedo. Jawohl, Tirpitz hat Treffer bekommen. Wir sind bei 195.000. Zwei Schiffe versenkt. Na komm, Tirpitz, du musst weg. Tirpitz muss weg. Tirpitz ist hinter dem Felsen verschwunden. Können wir die Tirpitz nochmal erreichen? Nein, wir schießen auf die Bismarck. Wir schießen auf die Bismarck. Drehen aber ab, sodass die Tirpitz uns nicht hinaus torpedieren kann. Bismarck ist auch sehr voll. Secondary von der Bismarck schießt auf uns. Nicht gut, aber wir sind immer mal mit 89.000 sehr, sehr voll. Es läuft gut für uns. Erst die Medaille bekommen, Unterstützer 214.000. Wir blicken uns nach links und rechts um. Nicht, dass das noch einer überrascht von hinten. Schießen mit dem hinteren Geschütz auf die Bismarck. Drehen ab, jawohl, 11.000, 225.000 Damage. Bismarck, Tirpitz und Yamato sind hinter uns. Machen jetzt ein Ausweichmanöver, wir müssen ein bisschen Distanz gewinnen. Wir können nicht in den Infight mit drei Schlachtschiffen gehen, die schießen uns zusammen, das können wir nicht machen. Also, oh, wow, wow, Tirpitz kommt. Tirpitz muss jetzt dran glauben, die muss jetzt dran glauben. Ah, hat sie Glück gehabt, die Tirpitz, wir brennen. Drehen unsere Geschütztürme. Dauert allerdings ein bisschen. Müssen weiterhin kleines Ziel machen. Jawohl, die vorderen Geschütztürme drehen sich. Die drehen sich. Oh, da haben wir uns jetzt festgefahren. Haben wir nicht aufgepasst. Immer ein Blick auf die Minimap. Ah, fahren rückwärts ist gar nicht verkehrt. Der Tirpitz hat vorbeigeschossen. Jawohl, ist down. Tirpitz erledigt. Bismarck fahrt Breitseite. Da kriegt die Bismarck auch noch einen mit. Jawohl, Bismarck auch noch mal 10.000. Sind bei 242.000. Das läuft sehr, sehr gut. Mit 250.000 hat man die Aufgabe gleich erfüllt. In einem Spiel 250.000. Dann kommt man weiter in der Mission. Ja, ja, die Tirpitz hat auf uns getorbt. Das habe ich mir gedacht. Einen Treffer, zwei Treffer, zwei Torpedotreffer. Das tut weh. Nur gut, wir sind bei 250.000. Den Damage haben wir erreicht. Mission erfüllt. Schauen wir mal, ob da noch ein bisschen was geht. Drei Kills, drei Abzeichen. Na, 10.000, 9.000 und wieder ein Kill. Eine schöne Zitadelle. 10er Zitadelle und weg war sie. Da war es wieder. Bum, bum. Naja, so wie es aussieht, haben wir jetzt die Gagero erledigt und drei Schlachtschiffe. Da liegen sie, die Wracks. Schauen wir mal auf die Karte. Jawohl. Yamato ist noch da. Wir sind bei 270.000. Knappe 271.000. 4 Kills. Die sogenannte Yamato-Krake. Warum Yamato-Krake? Ja, es sind ja nur 7 Schiffe dabei.
die Hälfte wären 3,5. Und weil wir mehr über die Hälfte sind, ist das die sogenannte Yamato-Krake. So, wir könnten eine richtige Krake machen. Yamato is coming. Oh, jetzt ist das Spiel aus. Ja, so ein Pech. 50 Meter vor Einschlag sind unsere Granaten wieder angekommen. Das Spiel war aus, Zeit war abgelaufen. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben die Mission erfüllt. Aber leichter nicht die echte Krake gespielt. Wir sind bei 270.553 stehen geblieben. 4 Abschüsse, die sogenannte Yamato-Krake gespielt. Oh, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal Alf Kenobi abonnieren würdet. Oder einfach mal reinschaut, ein paar Videos anklickt. Einfach mal schauen, was macht Alf so. Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss, euer Alf.